Also, man kann das Spiel im Browser nicht mehr spielen. Es ist kein Browser-Spiel mehr in dem Sinne. Man kann es nicht mehr über Browser spielen. Ich habe es gerade probiert. Da sind noch die Knöpfe für runterladen, damit man den Launcher für das Spiel runterlädt. Dadurch kann man es aber trotzdem nicht mehr im Browser spielen und als Steam spielen. So. Aber ich habe was gefunden, und zwar um die Grafik zu verändern. Das stand 2,5D, das ist die Vorgängerversion. Und nicht Third Person, das heißt, das müsste das sein, so wie ich es vorher gespielt habe. Da stand ja Vorgänger, wird es das wohl sein. Hier gucken jetzt mal eben. Kann trainieren, kann trainieren. Gut, ich will die jetzt nicht trainieren lassen. Ich sollte es zwar machen, wahrscheinlich, aber ich will gucken, wie das jetzt aussieht. Wir müssen jetzt also die hier alle fertig haben. Gut, den fehlt ein bisschen Kondition, das ist vollkommen egal. Der ist okay, der ist okay. Allen geht's gut. Super, dann machen wir mal eben auch Kämpfe. Und zwar mit... Wen hatte ich denn jetzt? Was ist das hier? Warum fehlen hier welche? Ich will doch nicht nur die spielen hier. Was ist das denn? Jetzt erzähl mir nicht, ich kann mit denen nicht kämpfen, weil da Sachen fehlen. Wie ein bisschen Moral oder so. Capra ist doch fertig. Bei dem ist doch alles top. Warum kann ich den nicht spielen? Okay, hier kann ich mir nur Sachen angucken. Interessiert mich gerade überhaupt nicht. Kondition erholen. 7 Minuten, 3 Minuten. Okay, das machen wir eben so. Capra, jetzt aber. Kein Bock mehr hier zu warten. Sortieren nach. Will er mir erzählen, es gibt bis nichts fertig? Das glaube ich dem nicht. Verfügbar. Sind doch alle verfügbar. Hier, Capra. Warum kann einer nicht? Warum wird er nicht angezeigt? Okay, das ist ein hohes Risiko, dass ich hingerichtet werden könnte. Capra, jetzt auf in den Kampf. Das ist Mirin. Wir kämpfen gegen Menschen. Gut. Machen wir. Ah, hoffentlich klappt das. Nehmen wir gleich mal auf den Computer gehen. Ist mir egal. Ich will mal versuchen, jetzt mit dem zu kämpfen. Alter, was labern die da draußen so laut? Das ist ja Wahnsinn. Ist das... Ah, okay. Bereit. Ich hoffe, da muss ich jetzt nicht selber blocken. Ich hoffe, das macht er jetzt selbst. Was war das für ein Ruckler? Okay, wir kennen die Intros. Aber tatsächlich, ich muss wieder selbstständig Shift und so einen Scheiß drücken hier. Ja, so gefällt mir das ehrlich gesagt besser. Doch, das gefällt mir so besser. Irgendwie blockt der mal einen Scheiß hier. Ich glaube, ich drücke jetzt hier alles wie blöde, ohne dass es irgendeinen Nutzen hat. Also bringt überhaupt nichts hier. Wieso soll ich das dann drücken, ey? Aber er blutet. Ich hoffe, ich kriege ihn jetzt fertig hier. Aha. Der läuft also auch nicht zurück, sondern er läuft nur seitlich, wenn man das so auf 2,5D hat. Aber so gefällt es mir eigentlich besser. So kenne ich das, so habe ich es kennengelernt und lieben gelernt, ja. Irgendwie macht er hier gar nichts mehr, warum nicht? Oh, jetzt hat er was gemacht, scheiße. Oh, ich bin selber dran. Oh, Glück gehabt, puh. Und was jetzt auch fehlt, ist, dass man einstellen kann, ab wann man aufgibt. Man müsste jetzt also selber automatisch aufgeben, wenn man einen Kampf beitritt, wo man sterben könnte, wo die Wahrscheinlichkeit eines des Sterbens besteht. Muss man selber aufgeben. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich fand es besser, als man automatisch einstellen kann. Ja, bei 5% Lebenspunkten oder bei 25 oder was auch immer. Aber gut, wir haben hier gewonnen. Wir sind aufgestiegen in eine neue Liga. Toll, oh, dafür gibt es 100 Dinari. Naja, besser als nichts. Geht immerhin schon mal voran. Gut, 2,5D. Heiler wählen.
bei dieselben. Vollkommen geil. 23 Minuten. Meine Fresse, das dauert ganz schön lange. Aber wir haben ja noch Rexenor. Oh, Rexenor ist auch fertig. Gut, dann können wir ja tatsächlich noch ein paar Kämpfe machen. Okay, 2-2 und alles klar. Verfügbar. Nehme ich doch einfach die. Das ist ja bescheuert. So. Da ich nicht hingerichtet werden will, echt, das ist mir jetzt mittlerweile zu blöd. Aber ich finde es gut, dass es das jetzt überhaupt gibt. Das war vorher nicht so. Falls sich die, die meine Videos gesehen haben oder die, die sich noch von früher erinnern können, ab einer höheren Stufe gab es einfach nur noch Kämpfe, wo man auf jeden Fall. Was? Kein Exekutionsrisiko. Ja, da gab es auf jeden Fall nur Kämpfe, wo immer ein geringes Exekutionsrisiko bestand. Allerdings nervig, dass man jetzt hier selber blocken muss. Irgendwie kommen wir nicht klar. Mit der wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein Computer. Jupp, wir sind immer in Rom. Aber gut. Also KI wird ja auch nicht viel blöder sein als durchschnittlicher Spieler, oder? Wie sollten der hier mehr Dinge, die ich... Stufe 5? Stufe 5? Ich hab diesen Ruckler gesehen. Ja, was soll das? Ist er eingeschlafen oder was? Nee, jetzt wollte er was machen. Jetzt wollte er was machen. Scheiße, das hätte ich blocken sollen. Aber ich konnte nicht wissen, dass das macht. Ich bin hellseher. Ey, ich hab doch gerade geblockt. Jetzt bin ich mal ausgewichen. Das funktioniert aber auch nicht so gut, wie es sollte. Oh, er hat mir meine scheiß Fähigkeiten fertig gemacht hier. Geklaut, gekillt. Ja, ich glaube, der macht mich fertig hier. Aber der blockt nur kurz, das ist nämlich das. Oh, ich hab's gerade noch so geschafft. Victory! Das ist nicht so, als würde er die ganze Zeit das Ding vor sich halten, dann der blockt halt nur für eine Sekunde, für einen Moment. Okay, gut zu wissen. Ausgerüsteter Gegenstand, mir fehlt was. Gegenstand wurde im Kampf zerstört, echt jetzt? Das wurde davor auch schon angezeigt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was soll denn da im Kampf zerstört worden sein? Aber gut, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, wenn man eine Zeit lang mal gegen einen Computer kämpft, weil man dadurch so ein bisschen üben kann, ist klar. Und man kann sich verbessern und Kohle sammeln. Höchstwahrscheinlich, also ich habe das Gefühl, ich gewinne natürlich öfter gegen Computer als gegen richtigen Spieler. So, jetzt will ich mal kurz gucken, ist denn wirklich was kaputt gemacht worden hier? Ist doch gar nichts kaputt gemacht worden. Der hat freie Punkte, was hat der freie Punkte? Habe ich die echt nicht vergeben? Ausdauer. Ausweichen, oh, nicht schlecht. Okay. Das ist wieder Ausdauer. Schaden, okay. Und... Wieso steht hier immer noch Attribute? Die habe ich doch vorher auch schon vergeben gehabt. Wie viel habe ich denn gehabt jetzt? Ich habe gar nicht rumgeguckt. Gut, wir nehmen die jetzt mal alle so, wie sie hier kommen. Ich stehe auch auf Überraschung. Gut, jetzt aber. Fertigkeiten. Ja. Ja, ich höre schon fast wieder einige meckern. Oh Gott, warum nimmst du das? Bist du bekloppt, Junge? Ja, bin ich. Und? Ich nehme halt, was mir Spaß macht. So.
Den hatten wir noch nicht. Rexenor, den hatten wir. Okay, jetzt kommen die zwei kleinen Jungs. Retroianer Spiele. Tribut an einen Konsul. Mal gucken, was jetzt kommt hier. Also mittlerweile fällt mir immer, wenn ich in Rom lande, was ich gegen wen ich kämpfe. Also noch vor einer knappen Stunde oder so sind hier unheimlich viele normale Spieler dazu gekommen. To Rome! Ja, und so weiter, ne? Geblockt, du Biatch. Oh, den habe ich nicht geblockt. Und den habe ich auch. Ach ja, und genau. Und diese Beleidigungen, die sind jetzt auch automatisch. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also die Emotes. Okay, da ich zu spät geblockt, das ist umständlich hier. Alter, mit seiner Käsemauke haut er mir den Dreck in die Fresse. Was ist das denn hier? Hier, kann ich auch, kann ich auch. Scheiße, da war ich ein Sekündchen zu langsam. Na, ich denke mal, jetzt würde er auf ihn übergehen, oder? Jupp. Jupp, jupp, jupp. Ich meine, ich werde das jetzt hier ein bisschen üben und irgendwann werde ich aber auf jeden Fall auch wieder Kämpfe annehmen, wo immer eine Chance besteht, dass man sterben könnte. Natürlich sieht das auch ein bisschen geiler aus, ne? Wenn man so ein paar Kills dann irgendwie noch in seiner Liste hat, wenn man dann irgendwann mal sich die Ruhmeshalle anguckt. So. Na, ich mach gleich den nächsten Kampf hier. Scheißegal. Victor kann nochmal? Nee. Nehmen den Ebenholzkrieger hier. Wo gibt's denn die meiste Kohle hier? Tribut an einem Konto. Der soll ja auch nicht kämpfen. Ach so. Das ist auch neu. Das ist auch neu, dass man die hier hin und her schalten kann, wie es einem gerade passt. Okay. Ich habe schon über 1000 Dinar hier eingenommen. Calamus, auch wieder ja, KI. Ich spiele nur gegen KI heute. Oh, das mag ich eigentlich am liebsten, wenn man so im Dunkeln spielt. Fuck. Bam. Das ging ja richtig schnell. Aber der ist, also das ist kein Elite-Gladiator. Aber der hatte gutes Potenzial. Der war auch sehr, sehr teuer. Also für einen Stufe 2 Kämpfer. War der sehr, sehr, sehr teuer, muss ich mal sagen. Und, aber es hat sich offensichtlich gelohnt, der haut richtig rein. Ich habe auch wirklich mir ein paar, also den mit ein paar anderen Kämpfern verglichen und deswegen habe ich den auch genommen. Also es gibt auch sehr, sehr gute Nicht-Premium-Kämpfer.
Premium Gladiatoren. Also sollte man sich mal überlegen, ob man sich denn nicht doch ein bisschen Zeit investiert und mal vergleicht und auch mal wirklich durchliest, was da überhaupt steht. So, wir haben es geschafft. So, ja, mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Was ist das hier? Meine Erfolge? Beende erfolgreich das Tutorial. Ach so, das ist der ganze Krempel, den ich noch gemacht habe, als das noch ein Browserspiel war. Ja, damals. So, mach den Schalter wieder zu. Alles klar. So, ja, danke fürs Zuschauen. Das war es jedenfalls hier. Erstmal von mir. Ich bin ein bisschen betrübt, aber eigentlich gibt es da gar keinen Grund für. Irgendwie bin ich's, ich bin's, obwohl es unlogisch ist, dass ich betrübt bin. Es gibt einfach keinen Grund dafür. Ich glaube, weil ich jetzt noch extra eine Taste selber drücken muss, nämlich dieses verkackte Blocken, obwohl es gut war. Es war schon bequemer, ne? Wenn man das nicht extra selber drücken musste. Gut, muss man jetzt halt, auch kein Problem. Danke fürs Zuschauen, hinterlasst auch ein Abo. Guckt euch den anderen Kram auch an. Vergleicht doch mal die alten Videos mit den neuen Videos jetzt hier. Und viel Spaß noch beim Zocken, viel Spaß bei Gladiators Online und bis demnächst. Tschüss!